Ich habe eine Cloud-Konsole mit auf den Flug nach China genommen und das war mein Spielerlebnis. Konsolen, PC-Gaming, Mobile-Gaming und Cloud-Gaming wird immer größer. Während Cloud-Dienste wie Stadia dicht machen und mehr Handheld-Konsolen vorgestellt werden, bringt Logitech einfach eine Cloud-Gaming-Konsole auf den Markt. Grundsätzlich sind Cloud-Konsolen für zu Hause gedacht. Aber wie ist das, wenn ich auf Reisen gehe? Kann ich da überall spielen? Im Auto? Am Flughafen? Im Flugzeug? Ich habe die Cloud-Konsole halt einfach mal nach China mitgenommen. G-Cloud von Logitech bietet dir grundsätzlich die Möglichkeit, alle deine Cloud-Dienste auf einer Konsole abzurufen und zu spielen. Eine Art Emulator für Cloud-Anbieter, von wo du dann deine Spiele abrufen kannst. Zum Beispiel Xbox Game Pass, GeForce Now. Dann kannst du von deiner Xbox die Games, die du auf der Xbox hast, direkt streamen und Steam Link. Grundsätzlich ist es ganz egal, was für eine Hardware-Voraussetzung dieses Spiel benötigt. Das heißt, eigentlich brauchst du nie wieder nachrüsten, denn die Spiele laufen ja im Hintergrund bei den Cloud-Anbietern auf ihren Hochleistungsservern. Und du kannst wie eine Art Emulator auf deiner Cloud-Handheld-Konsole Games bis zu Full HD und 60 FPS einfach spielen. Die einzige Voraussetzung ist eine vorhandene Internetverbindung und natürlich eine Mitgliedschaft bei einem Cloud-Anbieter. Bevor wir aber gleich gemeinsam nach China fliegen, lasst uns die Konsole mal auspacken und im Detail anschauen. Zwei Pakete von Logitech sind angekommen. Wir haben einmal hier eine Konsole und dann die Star Wars Mandalorian Edition vom A30 Headset. Man merkt definitiv, die liegt in der Hand. Ich würde sagen, ähnlich wie so eine Nintendo Switch Lite, so in die Richtung. Netzteil, Ladekabel. Gebrauchsanleitung. Also ganz normal wie bei einem typischen Handheld. Astro Studio haben am Design mitgewirkt. Die haben gesagt, pass auf Leute, wir brauchen was Ergonomisches. Es muss passen, es muss in der Hand liegen, es muss sich sehr gut anfühlen. Die Sticks sind gewöhnungsbedürftig, weil die sind irgendwie ein bisschen nach innen gewölbt, aber irgendwie auch doch fast glatt. Man rutscht so ein bisschen da ab. Steuerkreuz. Tasten, Home-Taste, G-Taste, Funktionstasten. Display 7 Zoll, oben einschalten, ausschalten, lauter, leiser, SD-Karten-Slot. Unten haben wir Lautsprecher, der Klinkenanschluss, also für Kopfhörer, und der USB-C-Anschluss. Da ist Android drauf. Das heißt, du kannst alle deine Streaming-Dienste streamen, die du eventuell sogar schon abgeschlossen hast, einfach hier abrufen. Was ich schade finde, ist, dass da keine Tasche mit dabei ist. Jetzt gibt es Kritiker, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber da ist doch ein Snapdragon, eine veraltete Hardware dabei und ich habe im Steam Deck eine neuere und auch dann kommt man auf die andere Seite und sagt, ja, aber bei der Nintendo Switch ist ja ein 8 Jahre alter Chip drin und es funktioniert trotzdem und ist jeder glücklich. Ja? Also jeder stürzt sich da extrem auf die Hardware und sagt, ja, aber da ist veraltete Hardware und du kannst da nichts abrufen, das Ding ist nicht leistungsstark. Gut, die Frage, und hier muss jeder für sich entscheiden, was möchtest du? Möchtest du eine Konsole, die von der Hardware selber auf die Leistung der Hardware zugreift, das heißt einen kleinen mobilen Gaming-PC? Dann müsst du aber eines berücksichtigen, wenn er leistungsabhängig ist, wie zum Beispiel das Steam Deck oder eine andere Konsole, eine Handheld-Konsole, wird diese Technik definitiv schneller altern, wie diese Technik, die da drinnen verbaut ist. Warum? Es kommt ein neues Grafik-Update. Und du bist auf die Grafik des Handhelds, der die Leistung vom Handheld abruft, angewiesen, wird er eines Tages veraltet. Du wirst eines Tages gezwungen sein, eine neue Hardware zu kaufen. Ein Steam Deck 2 oder eine Switch-Konsole 2, weil die Grafik und die Leistung besser und besser wird. Von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5, irgendwann mit der PlayStation 4 der Stecker gezogen. Xbox genauso, das wird anders sein, nicht mehr so perfekt funktionieren. Und Logitech sagt, hier hast du einen anderen Alterungsprozess, denn hier ist der Alterungsprozess nicht so wichtig. Warum? Du greifst immer auf die Server zu.
GeForce Now, xCloud und. Die sind deine High-End-Leistungs-PCs. Du greifst damit drauf zu, spielst, die Leistung wird von denen verarbeitet und du kannst damit längere Konsolengenerationen überstehen. Das sagen sie. Wird sich mit der Zeit zeigen, weil Stadia ist ja trotz der Power, trotz den Möglichkeiten, Kosten-Nutzen-Faktor hat sich einfach nicht rentiert, wurde dann der Stecker gezogen. Daher wurde hier viel Leistung auf Seite geschoben. Du hast hier nicht mal ein eigenes Kartenmodul, dass du ein eigenes Internet damit hast zum Zocken, wie jetzt zum Beispiel bei einem iPod Pro oder halt einem Smartphone. Du musst immer auf deinen Hotspot zugreifen oder auf einen WLAN. Da hat man hier extrem auf Akkuleistung gesetzt, dass man halt nicht ständig am Kabel hängt oder an der Powerbank hängt. Die Frage ist, wie wird in Zukunft das Internet? Denn der Netzausbau schreitet voran, die Entwicklung der Server schreitet voran, der Games schreitet voran, ja. Mehr und mehr verändert sich. Die Frage ist, wie lange wird Logitech stehen und das Ding so lange durchziehen, bis eines Tages in der Hardware- und der Softwarewelt definitiv Änderungen ankommen? Das sind so Fragen, die ich mir persönlich stelle. Du hast hier auch ähnliche Vibrationsmotoren verbaut, die sind so Stereo-Vibrationsmotoren, können unterschiedlich stark abgerufen werden, links und rechts. Geht in Richtung des DualSense-Controllers der PlayStation 5. Um auf den Punkt zu kommen, selbst die Software sagt, das Tablet wird eingerichtet. Also auf den Punkt konkretisiert, ist das Ding eigentlich einfach nur ein Android-Tablet. Es ist einfach nur ein Android-Tablet eingebaut in einen Controller, der Vibrationen hat, der Tasten direkt schon hat, als auch Thumbsticks. Ohne Internetfunktion ein Gaming-Tablet eingebaut in einen Controller. Da haben wir noch das Star Wars Logitech A30 Wireless. Das komplette Review findet ihr bei mir, verlinke ich euch, habe ich schon komplett getestet. Das A30er ist echt ein geiles Headset. Vor allem für die, die mehrere verschiedene Konsolen haben, die aber auch was zu mitnehmen haben möchten. Und hier einmal aus der Serie Transporttasche. Lieferumfang kennen wir ja schon. Einmal Mikrofon. Der Dongle. In dem Fall für die PlayStation 5. Gibt es auch für die Xbox. Mit dem Logo. Star Wars Design. USB-Kabel. Klinkenkabel. Die Farbe. Ist schön. Yeah, selbst drinnen haben wir Zeichen aus der Serie. Ich habe sie noch nicht angeschaut, aber schaut echt, echt schön aus. Ich finde, zwischen dem matten und dem glänzenden Bereich ist es echt geil. Und jetzt kommt's, lasst uns mal hier reinschauen. Und auch hier. Also für jeden Star Wars-Fan sowieso. Warum? Du kannst das Headset auch einfach privat nutzen. Du kannst es so einfach mitnehmen, so anziehen. Musik hören, egal wo du bist, ohne dass ein Mikrofon drinsteckt. Denn das hat ein integriertes Mikrofon. Und dann, wenn du einfach zockst auf der PlayStation oder auf dem PC, einfach anschließen und fertig. Und da nicht jeder die Möglichkeit hat, jeden Tag irgendwo hinzufliegen und eher das Gerät natürlich auch zu Hause benutzen wird, müssen wir natürlich euch hier einen Zuhause-Test auch zeigen, weil nicht jeder fliegt jeden Tag nach China und deswegen habe ich mich zu Hause hingesetzt und einfach mal die G-Cloud im ganz normalen Standardumfeld für euch getestet. Und hier funktioniert alles ganz simpel und easy. Man verbindet einfach die G-Cloud mit dem heimischen Internet und richtet dann einfach seine Anbieter ein.
und fängt einfach an zu spielen. Es läuft stabil. Es gibt Spiele, da merkst du zum Beispiel kaum eine Latenz. Wiederum gibt es natürlich Spiele, die diese typische Cloud-Mini-Latenz haben. Wenn du den Stick kurz bewegst, hast du so eine ganz, ganz leichte Verzögerung. Ähnlich, wenn du an einer Nintendo Switch-Konsole spielst und sehr, sehr weit weg sitzt, da merkt man sowas auch manchmal. Grundsätzlich läuft das Ganze zu Hause und mit vernünftigem Internet sehr stabil und macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Zum Schluss ist das Ganze wie immer abhängig. Einmal von deinem Internet und einmal natürlich vom Provider, welchen du gerade abrufst, der einfach für dieses Cloud-Spiel verantwortlich ist. Und jetzt schauen wir, wie schlägt sich das Gerät Richtung China. Der erste Stopp auf meiner Reise war natürlich beim Supercharger, denn ich musste, bevor ich weiterkomme, zum Flughafen natürlich laden. Und das war eine coole Gelegenheit, die Konsole auszupacken und einfach mal ein Spiel zu starten. Also, was macht man da, wenn man kein Internet überall hat? Denn willkommen in Deutschland, du hast nicht überall Internet. Also hatte ich Glück, auf meinem Smartphone habe ich einen Hotspot eingerichtet und habe mir dadurch WLAN ermöglicht und konnte tatsächlich echt gut spielen. Was mir aufgefallen ist, die Grafik ist kein 4K. Ja, die Konsole geht bis zu Full HD und 60 FPS und in manchen Bereichen merkt man definitiv einen Grafikunterschied, als wenn ich zu Hause auf meinem 4K-Fernseher oder 4K-Monitor spiele. Also das große Grafikwunder habe ich zwar nicht erwartet, aber habe ich auch nicht bekommen. Dennoch, für die halbe Stunde, wo ich geladen habe, konnte ich ganz entspannt spielen, ausmachen und dann zum Flughafen fahren. Am Flughafen angekommen, hatte ich wieder das Glück, bin ich in eine Lounge gekommen. Und die Lounge am Flughafen bietet Internet. Also habe ich mich dort einfach eingeloggt in einen Hotspot und siehe da, ich konnte exakt dort weiterspielen, wo ich aufgehört habe und das fand ich richtig cool und ich hatte Glück, das Internet in der Lounge ist nicht ausgelastet, sondern nur für die, die gerade in der Lounge sitzen, essen, trinken oder chillen. Ich hatte auch meine Kinder dabei, also direkt die G-Cloud-Konsole meinem Sohn in die Hand gedrückt und ihn einfach mal spielen lassen und siehe da, kinderleichte Bedienung. Und er hat auch gleich mal eins oder zwei epische Siege bei Fortnite geholt. Und ich wusste, ah ja, schau hin. Es gab auch hier, und er sagte, das Spielgefühl ist da, aber diese Artefakte, die immer wieder auftauchen, weil mal kurz das Internet schlechter wird, du mal kurz eine Verbindung verlierst, dann siehst du plötzlich den Gegner nicht, weil du halt dann plötzlich so eine Art Pixelbrei hast und es dann schwierig ist, Gegner zu sehen. Das verschwindet zwar auch wieder, aber es kommt halt immer wieder mal vor, dass du mal so hieroglyphenartige Grafiken bekommst und dann stabilisiert sich das Ganze. Ich finde es auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite lieber reduziert sich die Grafik ein bisschen nach unten, als du komplett die Verbindung verlierst. Also bevor man komplett aus dem Spiel rausfliegt, ja, lieber Grafik ein bisschen schlechter und dann geht sie halt wieder hoch. Naja, bevor ich weiterfliegen konnte, habe ich mir erstmal ein paar Filme runtergeladen, denn die G-Cloud kannst du als ganz normales Android-Tablet nutzen. Ich habe Netflix installiert, aber habe Filme für den Flug mitgenommen, weil ich mir nicht 100% sicher war. Ich wusste, ich habe Internet im Flugzeug, aber ich war mir nicht sicher, ob das Internet im Flugzeug ausreichen wird zum Spielen. Also sicherheitshalber Filme runtergeladen, Familie verabschiedet und mich dann neben das Gate gesetzt und da gab es halt kein Lounge-Internet, also musste ich entweder meinen eigenen Hotspot benutzen oder das öffentliche WLAN vom Flughafen. Und siehe da, ich habe das öffentliche WLAN vom Flughafen genutzt, die Konsole angemacht und extreme Probleme, weil das Internet so ausgelastet war. Es war wahrscheinlich stark genug, aber so ausgelastet, dass ich nicht spielen konnte. Also Hotspot wieder auf dem Smartphone eingerichtet und ich konnte spielen und so für mich die Zeit überbrücken. Und dann war ich im Flugzeug. Und mein Flugzeug, der Flug ging 12 Stunden und ich hatte WLAN. Also habe ich die Konsole ausgepackt, mich mit dem WLAN verbunden und wollte spielen und Folgendes ist passiert. Um genau zu sein, nichts. Das Internet war so langsam und schlecht, dass ich nicht spielen konnte im Flugzeug. Also habe ich dann einfach meinen Film gestartet und einen Film geschaut. Im Großen und Ganzen muss ich aber auch sagen, dadurch, dass die Leistung vom Gerät
ja nur streamt, habe ich keine Probleme gehabt und der Akku hielt tatsächlich echt lang. Ich würde sogar sagen, länger als bei Nintendo Switch und bei einem Steam Deck in gleicher Zeit und gleicher Nutzungsumfang. Ansonsten konnte man das Ganze immer wieder in einem Hotspot nutzen, konnte ich persönlich jetzt nicht, weil ich hatte keine Flatrate im Ausland, also konnte ich über meinen WLAN-Hotspot übers Smartphone in China nicht spielen. Und ansonsten, wenn du spielen wolltest, dann nur dort im Hotel oder bei jemandem zu Hause, der Internet hat. Kommen wir jetzt zu den drei wichtigsten Punkten aus der gesamten Erfahrung mit der Cloud-Konsole. Erstens, was ist notwendig, um sorgenfrei spielen zu können? Fazit nach der Reise und nach dem Test: stabiles Internet. Ein Abo bei deinem Streaming-Dienst, dann funktioniert's. Zweitens, diese Probleme gibt es. Hast du kein Internet? Hast du keine Chance zu spielen. Und wenn das Internet mal schwächer wird, ausgelastet ist oder das Signal schwächer wird, fliegst du nicht aus dem Spiel raus, aber die Grafik wird reduziert. Drittens, diese Möglichkeiten bietet dir die G-Cloud von Logitech in Form von Cloud Gaming. Lokal Filme schauen, kein Problem, denn einfach runterladen, Speicher hast du genug und kannst deine komplette Serie am Flughafen, im Auto oder sonst wo zwischendurch mal anschauen, wenn du unterwegs bist, aber auch zu Hause. Ansonsten kannst du lokale Android-Games installieren, das heißt ganz normal im Play Store Spiele, die es halt auf Android gibt, über deinen Account, vielleicht hast du sogar schon welche gekauft, kannst du damit spielen und es einfach wie ein Tablet nutzen. Öffentliches WLAN? Keine Chance. Eigener Hotspot, falls du eine Flatrate hast und ein Smartphone, was das ermöglicht, ja. Öffentliches WLAN? Sehr schwer. Es müsste wirklich ein Spot sein, der öffentlich ist, aber nicht ausgelastet. Dann ist es möglich. Ansonsten einfach einen eigenen Hotspot auf deinem Smartphone einrichten und dann kannst du spielen. Also ist das die Grundvoraussetzung, um mobil und unterwegs spielen zu können. Handyvertrag mit der Hotspot-Möglichkeit, das ist so wirklich das Beste, was du machen kannst. Ansonsten zu Hause, in jedem Zimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Toilette, Küche, Garten, Terrasse, Balkon, da funktioniert es natürlich und halt natürlich im Büro. Also überall, wo das WLAN und das Internet schnell genug ist und nicht ausgelastet ist. Und man siehe da, selbst epische Siege in Fortnite sind möglich. Jetzt zwar nicht mit der 4K-Auflösung, aber halt mit Full HD für mobiles Gaming im Kompromiss. Meine Empfehlung, wenn du zu Hause spielen möchtest oder im Büro, ist es eine coole Geschichte. Mobil hast du jetzt von mir auch erfahren, welche Optionen und Möglichkeiten es gibt. Kannst du, aber ist nicht darauf ausgelegt, weil halt Cloud-basiert übers Internet du auf den Server zugreifst und nicht lokal die Spiele runterladen kannst und nicht spielen kannst. Somit fällt für mich persönlich Bus, Bahn und Flugzeug durch. Da kannst du es in unserer Infrastruktur, in unseren Möglichkeiten, die wir haben, in der heutigen Zeit leider noch nicht komplett ausschöpfen. Das ist mein Fazit und jetzt bist du dran, schreib mir deine Meinung. Würdest du Cloud Gaming eine Chance geben? Nutzt du Cloud Gaming oder auf was spielst du? Daumen nach oben, wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.